Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim LS22 True Farming 2 Projekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter und ich habe erstmal eine Info für euch, und zwar es gibt ein neues Map Update. Ja, die Map ist geupdatet worden, es sind sehr, sehr viele Sachen passiert, sind sehr viele Sachen auch gefixt worden und so weiter und so fort. Schaut gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die Map runterladen, natürlich als kostenlos, logischerweise übers Mod Hub. Und ja, ihr könnt im Mod Hub auch eine Bewertung abgeben. Und der liebe Nerox würde sich auch sehr freuen, wenn ihr ja, seine Karte eben bewerten würdet. Seinen Mod sozusagen, seine Mod-Map. Würde sich sehr freuen. Deswegen lasst da gerne eine Bewertung da und ja, viel Spaß mit der neuen Map-Version. Ich habe gerade beim Transportunternehmen noch schnell meinen Unimog geholt, denn ein neuer Tag ist angebrochen, meine Lieben. Ja, ich habe gut geschlafen, muss ich ehrlich sagen. Es hat wirklich gepasst. War auch ein anstrengender Tag gewesen beim Bauamt oder beim Bauunternehmen. Und jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg zur Arbeit. Und ja, es steht Großes an, das kann ich euch sagen. Also wir haben sehr, sehr viel zu tun. Der Weinberg für den Herrn Rotwild muss komplett angelegt werden. Und das heißt, hier muss eine ganze Menge Holz verschwinden von diesem Berg und hier muss eine Menge umgeackert werden. Das muss alles vorbereitet werden. Das bedeutet natürlich auch, wir müssen wahrscheinlich hier die Straße vollsperren. Oh, hier ist sogar schon eine Vollsperrung. Sehr gut, da kann ich natürlich durchfahren. Machen wir mal hier die Rundumleuchte an. So, genau, denn hier wird gearbeitet, aber so hier, wie ich mitbekommen habe, wird noch schweres Gerät benötigt. Aber vorher haben wir natürlich auch noch was anderes vor. Aber das seht ihr gleich. So. Sagen, das Feld muss man ein bisschen aufpassen, aber hier will ich jetzt nicht unbedingt was kaputt fahren. Würde ich sagen, starten wir mal rein. Ja, oh, die Kollegen sind auch schon da. Perfekt. Hallo. Ach, guck mal, wer da kommt. Hast du keine Uhr? Hab ich gut geschlafen. Lecco mio muchacho. Also, gemerkt. Ich muss sagen, der erste Tag beim Bauamt, beziehungsweise bei euch, ja, war schon anstrengend. Also, da, wir haben schon einiges gemacht. Ich war froh, wo ich in der waagerechten lag gestern Abend. Zeig mir mal deinen linken Arm. Ja? Guck mal, wenn ich jetzt auf deine Armbanduhr gucke, ne? Ja. Geht doch richtig. Die ist, ja. Ja, mal 7 Uhr gesagt. Ah, was? 7 Uhr war gesagt? Ja. Nicht 8 Uhr? 8. Nee. Oh. Ey, das tut mir leid. Ich habe echt gedacht um 8. Das tut mir leid. Da wäre ich natürlich eine Stunde früher da gewesen. Ihr habt jetzt aber nicht eine Stunde auf mich gewartet. Ich meine, grundsätzlich, wir sind hier beim Bauhof, ne? Ja. Grundsätzlich ist unsere Gesellenprüfung ist erstmal, wer durchs Warten einen Besenstiel verbiegen kann. Wir fangen um 7 Uhr an, damit das auf dem Papier steht, aber vor 8:30 läuft hier sowieso nichts. Nochmal bitte, was? Wer beim Warten einen Besenstiel verbiegen kann? Hat die Gesellenprüfung bestanden, genau. Ah, also ich muss mich so hart drauflehnen, dass der Besenstiel sich biegt. Genau. Ah, das verstehe ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich glaube, ich bin ein guter Geselle. Nee, super. Da freue ich mich. Entschuldigung nochmal, dass ich eine Stunde zu spät bin. Das kommt auf jeden Fall nicht wieder vor. Ja. Gut, wie ist unser Tagesplan? Oh Gott, ich bin schon richtig, richtig heiß und motiviert hier, den Weinberg anzulegen für den Herrn Rotwild. Ja, dafür muss man ein paar Maschinchen hier hinbringen. Okay. Ja, schweres Gerät. Schweres Gerät, wir brauchen ein paar, ein, zwei Hilfskräfte hier, also die uns hier aushelfen. Ich sag ja immer, schweres Gerät hängt. Naja, okay, egal. Ja. Gut, ich verstehe. In dem Moment steht es aber. Ist denn der Förster, macht denn der Förster das mit den Baumstämmen? Also ja, der Beppi hier, oder wie der heißt? Der macht das mit den Baumstämmen, der ist aber heute noch nicht da. Okay. Der hat noch irgendwie eine Fortbildung im Bäume schubsen. Okay. Aber wir haben mit ihm abgeregelt, mit ihm abgesprochen, dass wir seine Maschinen schon mal holen. Okay, super. Und die schon mal hier herbringen. Okay, perfekt. Gut, ich habe. Aber bevor du uns nicht weiter auf die Ohren liegst, ja. Ne, fahren wir erstmal den Bauwagen holen. Oh, das wollte ich gerade fragen, sehr gut. Wir müssen eh noch mit Paul sprechen. Warum? Weil wir wahrscheinlich einen von denen brauchen werden hier morgen. Oh mein Gott. Aber nicht der Herr Bergmann, oder? Ich weiß ja nicht, wer da Zeit hat. Aber der Paul ist gut, ne? Der ist schnell am Arbeiten. Oh Gott. Hat eine Idee. Ganz ehrlich, nur eine Sache noch. Wenn wir gleich da oben beim Lohnunternehmen sind, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Rückendeckung geben? Und sagt auf keinen Fall, bitte sagt auf keinen Fall, dass ich eine Stunde zu spät war heute. Kriegen wir schon irgendwie hin. Lässt sich einrichten.
Gut, na, dann fahre ich mit meinem Unimog mal direkt hoch, wa? Achso, ja, wenn wir da noch Gerät holen wollen, soll ich den Tieflader vom Herrn Rotwild da unten gleich mitnehmen? Ja, was mit dem Bauwagen? Achso, kriegen wir einen Pickup dran. Ja, okay, super. Dann würde ich den Tieflader gleich mitnehmen, ja. Weil wir müssen da oben ja bestimmt ein bisschen was verladen. Ja, so kriegen wir hin. Dann okay, tue ich super. Den Bauwagen am Pickup dran. Super, dann hole ich den Tieflader und komm zum Lohnunternehmen, ja? Alles klar. Yo. Super, bis gleich. Jo. So, ja, perfekt. Oh, das wird aber heute eine ganz wilde Nummer hier. Ja, da freue ich mich aber. Da freue ich mich. Wir holen endlich meinen Bauwagen ab. Oh, ich sag euch. Ich hoffe, mein Bauwagen, da ist alles in Ordnung damit. Das ist mein einziges Hab und Gut, mit dem ich hier komme. Ah, hier ist auch schon abgesperrt. Super. Die ganze Straße. Oh, und hier ist auch schon abgesperrt. Ja, das ist ja genial. Das ist ja perfekt. Das ist ja wirklich perfekt. Gut, da kann uns keiner auf die Maschinen auffahren oder irgendwas, weil da ist die Straße hier dicht. Und wenn hier gearbeitet wird, macht das natürlich auf jeden Fall auch Sinn. So, gut. Ansonsten habe ich noch ein paar gute News für euch, meine Lieben. Nämlich, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal im Shop vorbeischauen. Kleine Werbung in eigener Sache, tut mir leid. Es tut mir leid. Wir haben natürlich auch das Doom Farming Logo wieder im Shop und für die richtigen Hardcore-Fans unter euch, die auch bei Doom Farming 1 die Klamotten haben. Ja, wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal bei 3D Supply vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. So, das war's aber jetzt schon von der Werbung aus eigener Sache hier. So, und jetzt geht's los. Oh, wenn das einer gesehen hätte. Ja, moin, das wäre aber wieder ganz nach hinten losgegangen. So, dann fahren wir einmal zum Lohnunternehmen. Und danach fahren wir zum Beppi. Ich war noch nie bei dem gewesen, muss ich ehrlich sagen. Der hat ja, glaube ich, hier so ein Holzfällerwerk oder sowas. Und ja, da schauen wir mal, wie es da aussieht und was wir da Schönes abholen können. Ich nehme an, wir müssen wahrscheinlich sogar auch den Vollender runterfahren. Weil wir werden den Vollender brauchen. Wir werden auf jeden Fall was brauchen für die Baumstümpfe. Wir brauchen was für die Bodenbearbeitung. Wir müssen das Holz wahrscheinlich gleich verladen und wegfahren. Das wird auch eine wichtige Nummer werden. Und ja. Also da haben wir einiges zu tun auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir aber erstmal heile hier am Lohnunternehmen ankommen. Und ich hoffe, der Herr Bergmann ist heute gut gelaunt. Aber ich denke mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr Bergmann hat gut geschlafen und ist gut gelaunt. Oder der Herr Bergmann hat schlecht geschlafen und ist nicht gut gelaunt. Von daher, ich nehme an, wir werden es direkt am ersten Satz schon rausfinden. Ich glaube, der Herr Bergmann ist so gut einzuschätzen, dass direkt am ersten Satz man schon erkennt, was für eine Laune er hat. So, jetzt geht's aber erstmal gut voran hier. Dann können wir mal ein bisschen Gas geben. Oh, da links ist schon das Lohnunternehmen. Ich sehe meinen Bauwagen gar nicht. Stand er da auf der rechten Seite eigentlich? Naja, wir schauen mal. Ach, mein einziges Hab und Gut, was ich hier mitgenommen habe nach Waldstätten. Der Bauwagen. Das war ein Erbstück von früher. So einen ganz verrückten Kerl. Von so zwei Kerlen habe ich den abgekauft. In so einer langen Friese. Die haben gesagt, die haben immer Holz gemacht damit. Ich sag euch, ey, da musste ich erstmal. Oha. Bin ich jetzt als Erster hier? Oh nein. Ey, mein Bauwagen, der stand doch eigentlich da hinten. Ja gut, vielleicht hat er den auch einfach nur umgeparkt. Das kann natürlich auch sein. So. Hallo. So. Ja. Ja. Wollen wir mal schauen, wa? Wo ist er denn? Weiß ich, da vorne fährt einer wild rum. Ach, da ist er, glaube ich. Wollen wir da mal hingehen? Ja, ja, ich laufe mal hinten, oder? Ja, besser ist das. Ist das der Herr Bergmann? Das ist der Bergmann. Oh, es ist der Herr Bergmann. Ich gehe auch so hin. Das wird schon. Ich warte mal hier an der Ecke am besten. Ja, besser ist das. Ja. Paul. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie geht's dir? Gut, und euch? Ach ja. Hallo, Herr Bergmann. Wird die Vorderachse abschmieren oder was? Das wird die Sau kribbeln hier auf meinen Hof. Oh, wirklich.
Ja, das ist aktuell unser Praktikant. Aber er stellt sich ziemlich gut an. Vorsichtig sein, er macht Sachen, die man nicht machen sollte. Ja, er hat uns die Vorgeschichte erzählt, also bis jetzt ist er tatsächlich bei uns noch nicht negativ aufgefallen. Ja, alles super bis jetzt. Was treibt euch zu mir? Oh, wir bräuchten deine Hilfe, so ein bisschen. Okay, warte mal, ich mach mal die Radlader kurz aus. Ja. Diesel sparen. Ja, also wir haben da ein paar neue Anwohner hier, ja, ne? Und der eine möchte ein Weingut machen. Mhm. Dafür müssen wir ein paar Bäume weghauen und den Boden umarbeiten und alles. Okay. Und da wollen wir dich fragen, ob du einen abstellen kannst, deinen Leuten, um uns zu unterstützen. Die anderen beiden sind um Feld, aber ich könnte runterkommen. Ich habe gerade Zeit. Das ist genau ein Plan. Das habe ich vorgeschlagen, Herr Bergmann, dass wir sie ruhig nehmen. Wenn der Kuchen sich unterhält, hätte der Krümel die Klappe zu halten. Okay, Herr Bergmann. Ja. Seit wann reden bei euch die Praktikanten? Was habe ich gesagt? Ja, weiß auch nicht. Am ersten Satz werden wir es erkennen. Aber sind die. Der hätte schon wieder gute Laune. Ja, ja. Er ist ganz nett da, ja doch. Ja, was stellt ihr euch denn vor? Ja, ein Schlepper. Ein Schleppen, ja, okay. Ein Mulcher hinten an. Und vielleicht, falls du hast, einen Rungwagen. Ja. Einen Rungwagen habe ich hinten zu stehen, einen Mulcher habe ich einen großen. Müssen ich aber glaube aber weg. Fast, dass der Rungwagen das Wichtigere ist. Ja, jetzt am Anfang ja. Den habe ich hinten zu stehen. Erst, wir müssen erst das Holz wegbringen und dann alles mulchen. Würde ich den Cerion für nehmen, weil der hat ordentlich Power. Tag, Herrn. Und Tag. Ah, Herr Rothwell, ich grüße Sie. Hallo. Oh, Herr Rothwell. Ja. Sind Sie doch beim Bauamt? Ich bin doch beim Bauamt. Ja, ich bin hier gerade ja, wir wollen gerade den Herrn Bergmann beauftragen, gerade uns zu helfen. Okay, ja, schön. Vielleicht kann ich da mein Verhältnis wieder ein bisschen aufbessern. Ja, ich wollte mein Verhältnis auch sein Berg aufbessern. Herr Bergmann? Ja. Nur ganz kurz, hatten Sie die Rechnung schon erstellt fürs Flügen des Feld 105? Weil ich möchte 105 nicht... Also Feld 105 hast du mir nie zugesagt. Nee, Sie hatten ein Feld für mich schon gepflückt. Das ist schon fertig, das ist schon gepflückt worden von Ihnen, deswegen, ich wollte so bezahlen. Da muss ich mal kurz gucken, ob ich das schon gemacht habe. Aber gepflückt worden ist es, definitiv. Ich habe schon weiter bearbeitet, das war gepflückt, definitiv. Jo, Rechnung ist in Sustain. Herr Schütte? Ja. Das ist dann von Lübs Agrar, ne? Ja. Okay, dann mehr wollte ich gleich. Dann bezahle ich es gleich, damit wir da kürzer. Ah, ist gut, macht ihr keinen Stress. Wo ist denn der? Ja, ich wollte nicht direkt negativ sprechen. Ja, ja. Herr Bergmann, ich danke Ihnen trotzdem. Ja, ciao. Herr Rothwild, bald geht's los. Wir legen den Weinberg an für Sie. Wo sind Sie denn? Richtig wild wird er. Ich drehe sich einfach mal rum. Herr Rothwild? Ja, da. Ich bin nicht weggegangen. Herr Rothwild, den Weinberg werden wir für Sie anlegen. Wir organisieren gerade richtig schweres Gerät. Und dann geht das rein in den Berg, geht das. Ich hab's gerade schon gesehen. Ja. Und die übelst aufgefahren. Ja, schön. Das freut mich. Das wird richtig wild da unten. Da können Sie sich mal Auge holen. Okay, schön. Okay, ich wünsche dir was, dann sehen wir uns einfach nochmal. Ja. Ich habe einen Rungenwagen und ich habe einen Radlader mit Gabel. Ja, wenn du mal deine GPS-Karte öffnest. Naja, freilich. Herr Bergmann? Ja? Haben Sie auch noch einen Bauwagen zufällig? Ich habe noch einen Bauwagen zu verkaufen, natürlich. Zu verkaufen? Mhm. Das sage ich hier. Herr Bergmann. Wow. So, warte, ich habe meine Karte offen. Dann siehst du doch das Flurstück 104 und 103, ne? Mhm. Und da drüber ist so ein Rechteck schon abgesteckt. Naja, ich sehe das im Navi. Ja, und das muss alles gerodet werden, deswegen. Ach, du ahnst dich. Also ja, sind bestimmt 4 Hektar. Wild, ja. Richtig wild. Ist ja auch für den Herrn Rot wild. Für richtig wilde Weintrauben. Mhm. Nee, pass auf, wo hast denn du seinen Bauwagen, Paul? Bauwagen? Ich hab nur meinen. Herr Bergmann, jetzt seien Sie doch mal nicht so. Das ist mein Bauwagen, das wissen Sie ganz genau. Stand aber über einen Tag bei mir auf dem Hof. Alles, was einen Tag bei mir auf dem Hof steht, ist meins. Sie haben mich ja runtergescheucht vom Hof. Na komm, ich gebe Ihnen den. Ich hab da also heute auch keinen Nerv zu. Mein Drescher ist kaputt. Kalk muss gespritzt werden, alles scheiße hier. Ich hab richtig gut geschlafen, Herr Bergmann. Bin richtig gut gelaunt heute. Soll ich Ihnen helfen? Ich glaube, ich kriege heute noch die Locken vom Stamm. Herr Bergmann, wo haben Sie denn meinen Bauwagen hin? Komm einfach mit. Nimm's mal eben unseren Pickup und häng's ihn dahinter. Was habe ich Ihnen gesagt, Herr Schütte? Ich kenne Paul, ich bin gespannt. Oh, da ist er. Krieg ich dran.
Da ist er. Ja. Jawohl. Gleich geht das los. Oh, 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 oh. Ja. Haben Sie das gesehen? Der Schütte, der wollte mich über den Haufen fahren. Ja. Immer locker bleiben aus Wien. Oh. Wow. Huch, du. Aber die Wand im Weg. Jo, weiter, weiter, Stück links, weiter, gut. So, warte. Ich will wenig sagen, aber das kann nicht passen. Ich glaube, das wird nichts. Nee, das wird zu 100% nicht passen. Nee. Da ist ein Loch und da ist kein Loch. Da ist kein Stepslissen. Nee, da müssen wir mit was anderes anhängen. So ein Mist aber auch. Ich habe eine Idee. Ja. Ah, dann nehmen wir den Traktor vielleicht. Welchen Traktor? Ja, den vom Bauamt da hinten. Stimmt, den können wir auch nehmen, ja. Ja, nehmen wir den Traktor. Herr Bergmann. Mhm. Ja. Ich wollte mich da nochmal entschuldigen, ey. Das tut mir wirklich sehr leid, dass ich Sie da damals habe so lange warten lassen. Und ich wollte eigentlich den Händler und für das Bauamt nur einen Gefallen tun. Und wollte da nicht jetzt hier irgendwie negativ auffallen oder so. Mhm. Ja, ich wollte nur, dass Sie das wissen. Weil mir hat die Arbeit bei Ihnen sehr viel Spaß gemacht. Hat mir sehr gefallen. Okay. Und war auch sehr abwechslungsreich. Fand ich toll. Vielleicht haben Sie jetzt ein bisschen bessere Laune. Achtung. Hört sich der Bergmann. Nicht, dass Sie aus Versehen überfahren werden. Was für ein Dilemma. Fahr noch ein bisschen, fahr noch. Komm. 1,50 Meter. Noch ein Stückchen? Weiter. Und da geht er dran. So, jetzt anhängen. Achso, muss ich die Schlüssel. Nee. Warte. Da ist ein Schloss. Kann das sein, dass du ein Schloss vor hast? Ein Kupplungsschloss? Ja, Moment, da gucke ich mal schnell. Das ist so. Nur Anfänger. Moment. Das ist gar nicht so einfach. Wo seid ihr denn? Was? Ja, grundsätzlich sind wir ein städtischer Betrieb. Ja. So, gucken Sie mal, ob das jetzt geht. Ja, warte, Erik, guck mal am Zugmaul. Ja. Ah, perfekt. Passt. So, dran ist er. Ja, super. Luft ist dran. Jo, Strom ist weg. Dran. Kannst fahren. Achtung. Oh, Moment. Hilfe. So, jetzt. Typ jetzt schon wieder. Ich wollte nur gucken, ob Sie mein Radio noch drin gelassen haben. Ja, super. Dann fahren wir weiter zum. Geklauten Bolzen reden wir mal nicht. Fahren wir weiter zum Förster? Der ist doch nicht dort, der ist auch im Baumschubserlehrgang. Ja, aber wir wollen doch die Maschinen dort abholen. Ja, wir müssen ja zum Transponder nehmen, erstmal mit denen sprechen, dass sie uns deine Maschinen mitbringen. Nee, pass mal auf, Oswin, du bist doch eigentlich mittlerweile schon ganz fit. Ruf mal beim Transportunternehmen an. Ja. Soll ich? Hast du eine Karte von denen, oder? Ich habe eine Karte von dem, ja. Er ruft da mal an. Genau. Und so wollen wir trotzdem schon zum Sägewerk fahren? Ja, wir können uns mal in die Richtung da machen, ja. Okay, perfekt. Was soll ich dem sagen? Der soll auch dorthin kommen, oder? LKW, Tieflader, dahin kommen. Okay, alles klar. Zur Schreinerei, zum Förster. Gut, ja. So machen wir das. Na? Zum Förster Schreinerei. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja. Gut, dann auf geht's. So, dann callen wir mal das, den Dings, den Transporter. Den Transporter. Hallo? Ja, Keller, guten Tag. Ja, servus, grüezi mit uns. Was? Hier ist der. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hier ist der Oswin. Oswin? Rosenberg. Ger. Berg. Rosenberg. Der mit dem komischen MB-Truck. Der mit dem Unimog, genau. Ja, eben MB-Truck. Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich weiß gar nicht, wo es hingeht zum Dings. Ich soll Sie beauftragen vom Bauamt, dass Sie bitte, wenn Sie gerade zeitliche Kapazitäten haben, einmal zum Herrn Wartlinger zum Sägewerk kommen. Mit einem Tieflader. Das Sägewerk da. Genau, das Sägewerk. Das müsste bei Frühstücksnummer 150 sein. 150? 150 Frühstücksnummer, genau. Ja, und was brauchen wir?
Ganz normal eine Tieflader. Das sollte eigentlich reichen. Also LKW mit Tieflader oder geht's aufs Land? Nee, geht aufs Land. Also ein Dings, ja, irgendeinen schnellen Traktor oder einen Unimog oder sowas oder was sie eben haben. Mit diesem Tieflader, wie ich ihn schon mal bei ihnen geholt hatte. Ja, okay, das kann ich machen, das ist okay. Okay, dann treffen wir uns gleich vor Ort, ja? Ja, so in einer Stunde. Ja, passt. Gut, danke. Danke, tschüssi. So, sehr gut. Wo sind die jetzt hingefahren? Ach da, sehr gut. So, da schließe ich mich jetzt hier gleich mal an und fahre den Jungs mal hinterher hier. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich war ja noch nie im Sägewerk gewesen, also das ist ja für mich auch absolutes Neuland. Und dann müssen wir mal schauen, was es dort zu fahren gibt alles überhaupt. Es klingt auf jeden Fall nach sehr schwerem Gerät, was darunter bewegt werden muss. Man muss natürlich auch dazu sagen, an so einem Hang, mit so einer Steigung und allem drum und dran, ja, da klettert auch nicht alles einfach hoch. Also das kommt ja auch noch dazu. Ich denke, da brauchen wir schon... Aber ich weiß gar nicht, wo es hingeht, Jungs. Das ist das Gute. Ich weiß es auch nicht. Ich war doch nie dort. Joris, Kreisverkehr rechts raus. Das wäre hier. Dann tust du der Straße folgen und dann kommt irgendwann rechts dann das Sägewerk. Also einfach rechts raus, Kreisverkehr, und dann kommt er auf der rechten Hand. Genau. Das fehlt mir, das ist super. Oh, fast ein Reh überfahren. Gut, danke dir. Bitte. So, ja gut, super. Dann fahren wir jetzt mal dorthin. Das müsste ja jetzt hier gleich irgendwo sein. Vielleicht da vorne, da stehen zumindest Anhänger. Ich überhole mal. Ich habe ja so einen Drang, wenn jemand vor mir fährt, ständig zu überholen. Aber, nein, das werde ich nicht tun. Oh, da war schon beim Baumpflanzen. Habt ihr das gesehen auf der rechten Seite? War was zum Bäume pflanzen. Versucht der die Deichsel irgendwie zu testen vor meinem Bauwagen? Was macht denn der da? So, sehr schön. Ah, guck mal hier. Das sieht doch gut aus. Stimmt, hier bin ich doch schon mal vorbeigefahren. Das kenne ich ja doch. Das kenne ich ja doch. Ja, das ist doch perfekt. So, na dann fahren wir mal hier rein und dann schauen wir mal, was es hier abzutransportieren gibt. Oh, da hinten steht das Polizeiauto. Würde ich auch gerne mal eine Runde mitfahren. Kleines Rundchen mal drehen. Auf dicke Hose machen. Ach, du heiliger Bimbam. Oha. Ja, gut. Das wird auf jeden Fall... Oh, oh, oh. Also das wird nicht ganz ohne, glaube ich. Das soll alles runter. Also ja, zumindest das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal der Harvester und der Radlader. Wahrscheinlich auch hinten der Dings, oder? Ist das nicht der Stuppen, dieses Stuppenfräsgerät da? Ja. Dieser T-Rex oder was das ist? Ich glaube, das habe ich da letztes schon mal gesehen, das Teil. Ja, genau, hier bei der BGA. Der muss auch mit, ja. Okay, also hier der T-Rex muss runter. Okay, dann können wir den verladen. Den Radlader können wir ja auf den kann ja der Herr Keller vom Transportunternehmen, kann er den Radlader verladen. Mhm. Und dann, ganz schnell als Praktikant, muss man sagen. Ich versuche mich anzustrengen. Ich versuche gut zu sein. Ja. Die Fräse können wir vorne an mein Cerion anbauen. Dann kann ich die Kanzel drehen und kann gut fräsen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, spann mal ab das Ding. Wie ist denn das hier? Der Tieflader muss auch runter, oder? Der Tiefe muss auch runter, ja. Dann kannst du fahren. Hast du einen Führerschein dafür? Naja, ich habe alle Führerscheine, ja, aber... Hast du schon was gefahren? Ich bin mal mitgefahren, aber das ist... Oh. Na gut. Du wenn ich war, Bambi, wenn, ne? ich... wenn du da Bambule mitmachst, dann ist... Naja, ich will mal so sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Traut ihr mir, also wenn ihr mir das zutraut, den da runter zu fahren, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann probiere ich das. Dann viel Spaß, aber Schuhe außer drin und danach sauber machen. Ich wollte gerade sagen. Okay, dann lassen wir mal hier schnell den Herrn Bergmann noch anhängen. Ja. Boah, das ist aber auch ein schöner Traktor, ey. Was für ein Gerät. Mhm. Weißer Xerion, sieht immer gut aus, ne? Oh, da kommt ja schon der Herr Keller da hinten. Das ist ja prima. Ja? Herr Bergmann? Ja. Ja? Oh, ja. Wollt ihr nicht weiterfahren? Ich warte, dass der abhängt. Guten Tag, mein Ach so. Freund. Hallo. Guten Tag, Herr Keller. Gucken Sie mal, das muss alles da runtergefahren werden. Da hinten der Radlader noch. Der ganz hinten steht. Ja, den schaue ich mir mal an. Genau, der müsste transportiert werden, ne? Der Radlader.
Und nimm den ja auch noch mit hier. Alter. Den T-Rex hier nehmen wir auch noch mit. Oh, hier bei der Kabine, da dreht er sich. Ja. Da ist ja wieder Präsident da drin, ey. Das muss man mal lassen. Alter, was für ein Gerät. So, Hans-Peter, was nimmst du mit? Ey, sowas mich auch mal irgendwann. Gut, dann würde ich sagen, helfe ich euch doch beim T-Rex mitverladen, oder? Ich fahre bei den Unimog ran. Ja. Weiß jemand, wo hier der Schlüssel ist? Ja, ich kann nicht. So. Der, das ist das Schöne am Unimog. Der Wendekreis. Das wird eng mit der Deichsel, das wird ganz eng. So, perfekt. Fahren wir den einmal hier drauf. So. Ich fahre noch ein Stückchen vor vielleicht. So. Okay, super. Ah, guck mal, die verladen schon den Dings. So, soll ich mir den T-Rex noch verladen? Ja, würde ich sagen. Okay, perfekt. Soll ich den fahren, oder? Ja, du bist ja schon am Weg dahin. So, na gut, komm. Oh ja, gleich angesprungen. So. Geht das? Ja. Ist das so gut? Nur komm mal, Bengel, komm mal. Boah, der ist kurz am Gas hier. So, so bin ich gerade? Warte. Stück rechts. Ja? Los, Jürgen, fahr mal gerade. Sieht der. Oh, ich guck nur in den Himmel. Schön gerade. Ja? Ja? Noch einen halben Meter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut, halt an. So. Lass die Fräse runter. Soll ich die runterlassen? Nee, lass sie nicht runter, die warten. Ach, nee. ach scheiße, wir warten. Okay, nicht Alter. Runterlassen. Dann bezahlt dir der Lehrling neue. Ach. Oh, der steht aber auch knapp drauf, du. Alter Vater. Das fahr ich nicht. Gut, dann mache ich mich mal hier mit dem Tieflader auf den Weg, oder? Ja, fahr mal. Dann bis gleich. Erik. Hans-Peter. Jo. Woher muss der ganz kurz umpeln? Hat er das Praktikant nicht gesagt? Schlimm. Nochmal bitte was? Der Praktikant hat nichts gesagt. Achso, Entschuldigung, ich habe gedacht, wir treffen uns erstmal hier. Achso. So, na gut, auf geht's. Ich bin unterwegs. Hey, yo. Oh, nee. Also, das wird jetzt aber eine ganz andere. Scheiße. Wie fahre ich den denn jetzt hier raus? Den muss ich rückwärts irgendwie rauskriegen, oder? Kann ich hier rum? Ich glaube, hier geht's auch rum sogar. Ah, okay, ich glaube, der fährt vorne weg. Ja, super, aber ein geiles Gespann. Also das muss man ja mal sagen, das ist ja mal richtig wild. So. Ja, super. Also das klappt ja richtig gut. Oh, Alter, was ist denn das für eine Ausstattung? Das sind ja nur Displays. Ist ja wie in so einer S-Klasse hier. So, naja, komm, gib mir mal ein bisschen Stoff. Ist ja nicht so, dass ich keinen LKW-Führerschein hätte. Oha! Die fahren rechts rum. Rechts rum macht da gar keinen Sinn, oder? Ich fahre links rum. Ich fahre wieder zum Kreisverkehr zurück. Ich glaube, das ist von der Strecke her ist das besser, oder? Ich glaube, von der Strecke her wird das gescheiter sein. So. Aber gut, meine lieben Freunde. Ich bin unterwegs mit dem Tieflader hier. Das läuft gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob ich heil ankomme. Und ihr lasst das Däumchen da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann bis zum... Ich überlege gerade, was ist jetzt... Bis zum Freitag. Wir sehen uns Freitag wieder, meine Lieben. Bis dahin, tschüss und ciao. Euer Manus.